In diesem Video besprechen wir eine von euch auch lange schon gefragte Frage, nämlich wer denn von beiden der stärkere Dinosaurier bzw. der stärkere Hybrid ist. Ja, das ist ja mehr so eine Sache, Dinosaurier gegen Hybrid, Giganotosaurus gegen Indominus Rex. Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, so ein paar Einheiten der beiden Dinosaurier oder eben Kreaturen herauszufinden und die einfach mal gegenüberzustellen. Und das ist mein Ergebnis. Hier werdet ihr erfahren, wer von beiden wirklich der stärkere ist. Der Indominus Rex war ja so gesehen der erste Hybrid, den wir im Jurassic-Universum jemals gesehen haben. Ja, ich weiß, alle Dinosaurier waren im Endeffekt irgendwo Hybriden, weil da verschiedene DNS noch von Fröschen und von anderen Tieren mit reingepackt wurde. Allerdings ist im Jurassic-Universum ein Hybrid ein Dinosaurier, der aus zwei Dinosauriern besteht, wie jetzt eben im Fall vom Indominus Rex sogar aus mehreren Dinosauriern plus noch ein paar Tieren, wie zum Beispiel einem Oktopus. Dieser Oktopus hat dem Indominus Rex die Fähigkeit der Tarnung verliehen und macht ihn doch damit eigentlich zu einem der mächtigsten Wesen, zu einem der mächtigsten Kreaturen im gesamten Jurassic-Universum. Der ja auch von vielen der Fanliebling ist, wird jetzt hier in diesem Video dem Giganotosaurus gegenübergestellt, also einem Dinosaurier, der in der Jurassic-Lore der größte jemals an Land lebende Fleischfresser gewesen ist. Warum ich hier immer wieder in der Jurassic-Lore erwähnen muss, weil ihr immer wieder Kommentare schreibt wie von wegen, naja Tobi, aber realistisch gesehen ist das ja nicht so ganz richtig, denn eigentlich ist das so. Ihr müsst damit aufhören, neben diesen Videos zu sitzen und damit einem Dinosaurier-Lexikon runterzurattern, was ich hier alles falsch erzähle. Ich rede von der Jurassic Lore. Nur als ganz kurzes Beispiel, in der Jurassic Lore ist der Spinosaurus ein mächtigerer Dinosaurier als der Tyrannosaurus Rex, was in der Realität wohl damals nicht so gewesen ist. Beziehungsweise nicht so gewesen wäre, wenn die beiden aufeinander getroffen wären. Deswegen ganz wichtig, immer vor Augen behalten, wir reden hier über die Jurassic-Reihe, also das ist alles, was ich jetzt hier erzähle, in Sachen Größenverhältnis, Bisskraft und was auch immer, bezieht sich auf die Jurassic-Filme. Genug der Einleitung, ich würde sagen, in diesem Sinne, fangen wir jetzt an, der Kampf beginnt. Viel Spaß mit dem Video. Bevor wir jetzt hier mit den beiden gigantischen Kreaturen in den Ring steigen, erzähle ich euch mal ganz kurz, wie ich mir das Ganze hier vorgestellt und eben ausgedacht habe. Wir vergleichen hier von vornherein erst einmal bestimmte Werte der Dinosaurier. Diese Werte werden wir dann eben später in einem realistischen Kampf auswerten, um herauszufinden, wer von beiden wirklich der Stärkere gewesen wäre. Die Werte, die wir jetzt hier in diesem Video ermitteln, sind die folgenden. Die Größe der Dinosaurier, dazu gehört einmal die Höhe und die Länge, das Gewicht der Dinosaurier, die Wendigkeit, die Beißkraft und spezielle Fähigkeiten. Wir beginnen hier mit dem Indominus Rex und hierzu muss aber eines gesagt sein. Der Indominus Rex, den wir in Jurassic World gesehen haben, war nicht ausgewachsen. Offizielle Quellen belegen nämlich, dass das Tier ursprünglich hätte noch wesentlich größer werden können und wir befassen uns jetzt hier mit einem ausgewachsenen Indominus Rex. Warum wir das machen? Ganz einfach, weil wir eben auch in Jurassic World Dominion einen ausgewachsenen Giganotosaurus gesehen haben. Ein erwachsener Indominus Rex hätte laut offizieller Jurassic World Lore eine Größe von 6,7 Metern in der Höhe und in der Länge sogar 16,9 Metern bekommen können. Damit würde diese Kreatur im ausgewachsenen Stadium ein Gewicht von ca. 12 Tonnen auf die Waage bringen und eine gigantische Beißkraft von 5,8 Tonnen aufweisen. Nur mal als Beispiel, die 5,8 Tonnen, also das sind mindestens 5,8 Tonnen, die hier angegeben sind. Dazu komme ich aber gleich nochmal, warum das so extrem wichtig ist. Besondere Fähigkeiten wären zum einen die Tarnung, die der Indominus Rex eben aufgrund seiner Oktopus-Gene in sich trägt und die Wahrnehmung von Temperaturen. Dabei ist die Wahrnehmung nicht dieselbe, wie die auch ein Scorpius Rex an den Tag gelegt hat. Nein, die ist mehr durch Fühlen, durch Erahnen beim Indominus Rex ausgeprägt. Dazu muss ich mal ganz kurz auf die Beißkraft des Indominus Rex eingehen, denn wenn ihr jetzt hier Nachforschungen anstellen solltet, werdet ihr ganz schnell feststellen, dass die Beißkraft des Indominus Rex nirgendwo bekannt ist. Also in allen offiziellen Quellen ist die Beißkraft des Indominus Rex als unknown, also unbekannt gegeben. Warum ich mich jetzt aber einfach hier hinsetze und euch ganz klar sage, die muss mindestens 5,8 Tonnen Kraft in sich gehabt haben, das kann ich euch ganz einfach erklären. Erinnern wir uns nochmal kurz an Jurassic World 1, wo wir ja sehen, wie der Indominus Rex eine der Gyrosphären schnappt, in der sich dann eben Zack und sein Bruder
Grey befinden und es sogar schafft, mit den Zähnen durch das Glas hindurchzubrechen. Aus dem Jurassic World Compendium erfahren wir zum Beispiel auch, dass diese Gyrosphären nach der mächtigsten Bisskraft des stärksten Dinosauriers im Jurassic World Park errichtet wurden. Das heißt, diese Gyrosphären wurden danach geschaffen, dass sie die Bisskraft eines ausgewachsenen Tyrannosaurus Rex standhalten könnten, eben für einen Notfall. Die Bisskraft eines ausgewachsenen Tyrannosaurus Rex und in dem Fall eben auch von Rexy würde 5,8 Tonnen betragen. Da der Indominus Rex es allerdings geschafft hat, durch diese Gyrosphäre hindurch zu brechen, müsste seine Bisskraft logischerweise höher sein. Deswegen habe ich eben gerade gesagt, circa, also mindestens 5,8, wahrscheinlich muss es eben mehr sein, dass es irgendwie auch Sinn ergibt, aber mindestens 5,8 Tonnen muss die Beißkraft des Indominus Rex aufgebracht haben. Schauen wir uns mal nun die Gegenseite an. Der Giganotosaurus ist mit seinen 5,5 Metern Höhe schon ein bisschen kleiner als der Indominus Rex, was noch gar nichts heißt im Endeffekt. Und auch von seiner Länge her weist der Giganotosaurus 15,5 Meter anstatt die vom Indominus Rex gezeigten 16,9 Meter auf. In einem solchen Kampf ist die Größe nicht immer ausschlaggebend. Natürlich, wenn das jetzt hier gewaltige Unterschiede wären, hätte natürlich die größere Kreatur wesentlich bessere Chancen. In diesem Kampf allerdings ist das dann doch, naja, so minimal, dass es keine Auswirkungen auf den Kampf haben müsste im Endeffekt. Das Gewicht des Giganotosaurus beträgt um die 9 Tonnen, ist damit auch weniger als beim Indominus Rex. Und das hat schon ein bisschen mehr Bedeutung in einem fertigen Kampf, weil je weniger quasi der andere Dinosaurier wiegt, umso schneller schafft man es, ihn aus den Latschen zu hauen. Quasi umso massiger und umso robuster. Die Beißkraft des Giga ist mit 4 Tonnen angegeben und wie gesagt, der Indominus Rex müsste rein logisch eine Mindestbeißkraft von 5,8 Tonnen, wahrscheinlich eher so um die 6 Tonnen, würde ich einfach mal jetzt schätzen haben. Damit würde er 2 Tonnen mehr Beißkraft auf den Quadratmeter auswirken können, als eben der Giganotosaurus. Was irgendwo Sinn ergibt, da im Indominus Rex auch ein Stück Giganotosaurus mit drin steckt, das heißt, diese ganze geballte Kraft ist natürlich alles in diesem einen Tier mit vereint. Als Fähigkeiten haben wir beim Giga Folgendes angegeben. Einmal besitzt er unfassbar scharfe Zähne, die eventuell sogar die schärfsten Zähne im gesamten Jurassic-Universum sein könnten, weil dieser Dinosaurier der einzige Saurier ist, der bei Fähigkeiten scharfe Zähne hinterlegt bekommen hat. Unter anderem wird seine dicke, gepanzerte Haut hervorgehoben, die wir auch am Anfang in dem 5-Minuten-Clip in dem Intro zu Jurassic World Dominion sehen, also in dem Prolog. Der T-Rex hat enorme Schwierigkeiten, dem Tier überhaupt entgegenzukommen, weil das Tier eben so robust ist. Der Giganotosaurus ist in der Welt von Jurassic Park und Jurassic World nicht nur der größte, sondern wahrscheinlich auch der robusteste, zweibeinige, am Land lebende Fleischfresser. Jetzt habe ich hier so ein kleines Malheur. Ich habe zwei Werte von den beiden Dinosauriern noch nicht vorgetragen und das ist einmal die Wendigkeit und die Geschwindigkeit, die beim Indominus Rex definitiv gegeben ist und die beim Indominus Rex auch definitiv hoch ist. Mein Problem ist allerdings, dass beim Giganotosaurus selber laut offiziellen Angaben angegeben ist, dass auch der Giganotosaurus extrem wendig und schnell sein sollte. Davon haben wir jetzt im Film nicht wirklich was gesehen, ganz im Gegenteil. Ich finde, der hat sich im Film mehr bewegt wie ein Panzer, also wirklich sehr behäbig und sehr langsam. Wir müssen uns aber hier auf die offiziellen Angaben stützen. Das heißt, wir müssen einfach davon ausgehen, dass das Tier vielleicht da nur einen schlechten Tag gehabt hat, aber in der Realität, also in der Realität von Jurassic, wirklich sehr wendig und sehr schnell wäre. Schauen wir uns aber jetzt diese Werte einfach mal an und vergleichen sie miteinander. Da können wir den Kampf jetzt in unserem Gedächtnis abspielen lassen, wie auch immer wir wollen. Der Indominus Rex übertrifft den Giganotosaurus bei allen möglichen Werten mit Abstand. Sei es in der Höhe, sei es in der Länge, sei es auch bei der Beißkraft und ich würde auch nochmal behaupten, auch bei der Wendigkeit, auch wenn beide als wendig und sehr schnell angegeben sind, würde ich trotzdem immer noch behaupten, dass der Indominus Rex schneller und wendiger ist als der Giganotosaurus. Natürlich könnte es auch irgendwie einen Fall geben, in dem der Giga den Indominus Rex besiegen könnte, aber im Groben müsste man eben hier einfach ganz klar sagen, ganz objektiv gesehen ist der Indominus Rex mächtiger und stärker als der Giganotosaurus. Und dabei haben wir diese Tarnfähigkeit noch überhaupt nicht mit einbezogen, weil ich der Meinung bin, okay, die macht für das Tier höchstens Sinn, wenn der sich irgendwo anschleicht oder anpirscht. Ich habe mir jetzt aber hier das Szenario überlegt, dass wir die beiden einfach in eine Arena schmeißen. Die beiden sehen sich also schon, das Tarnen bringt gar nichts mehr, weil der Giga doch direkt weiß, wo der Indominus Rex sich gerade befindet. In so einem 1 gegen 1 Kampf hätte der Indominus Rex in einem ausgewachsenen Stadium die größeren Chancen zu gewinnen.
Das kann man einfach mal so als Fakt stehen lassen, denn ich habe euch jetzt ja hier alle Angaben gegeben. Auch was das Thema Beißkraft angeht, meine ich hier keinen Denkfehler gemacht zu haben. Das Tier müsste mindestens so eine Beißkraft haben. Das heißt, wenn das Tier es schaffen würde, also dein Dominus Rex es schaffen würde, den Giga auch nur ein einziges Mal zu packen, dann wäre beim Giga wahrscheinlich erstmal Feierabend. Deswegen, ich bleib dabei, der Indominus Rex ist stärker, schneller und generell einfach mächtiger als der Giganotosaurus. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Hast du vielleicht noch Informationen für mich, die ich übersehen habe? Habe ich irgendwelche Fähigkeiten beim Giga vielleicht nicht so wirklich mit einberechnet? Ich meine, ja, die Panzerung, die das Tier hat, kann man natürlich auch mit reinbeziehen, dass der Indominus Rex die nur sehr schwer durchbrechen könnte. Das kann man irgendwo so sehen, ja. Aber ich glaube doch tatsächlich, dass aufgrund seiner Wendigkeit, dass da der Indominus Rex wesentlich mehr Chancen gehabt hätte. Ich meine, würde er den Giga einfach einmal am Hals packen, das Tier hätte einfach sehr schwierig Chancen gegen den Indominus Rex. Und das macht ja auch einfach Sinn, weil das Tier wurde ja als die ultimative Waffe geschaffen. Aus verschiedenen Dinosauriern, unter anderem einem T-Rex, einem Velociraptor und eben auch einem Giganotosaurus. Wir haben hier also die drei mächtigsten und schlausten Tiere aus dem Jurassic-Franchise mit in einem Tier kombiniert. Da sollte es einfach auch logisch sein, dass dieser Indominus Rex in einem ausgewachsenen Zustand mächtiger ist als der Giganotosaurus. Wie das Ganze im Jurassic World Film jetzt ausgesehen hätte, da könnte ich mir wirklich sogar vorstellen, dass der Indominus Rex in der Stufe, in der er im Film gezeigt wurde, also eben noch nicht ganz ausgewachsen war, dass er da vielleicht schon wieder ein paar Problemchen haben könnte aufgrund der fehlenden Kampferfahrung, der fehlenden Jagderfahrung, den Giganotosaurus dann wirklich platt zu machen. Habt ihr in Zukunft noch mehr Lust auf solche Dino-Kämpfe? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare unten rein. Wenn ja, schreibt mir mal rein, welche Kämpfe euch sehr interessieren würden, welche Daten soll ich mir mal rausziehen und welche Saurier soll ich mal gegeneinander kämpfen lassen. In diesem Sinne bin ich erstmal raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal.